erste BMW 3er Generation. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die bis heute fortgeschrieben wird. Die kompakten BMW sind eine neue technologische Synthese zweier scheinbar unvereinbarer Gegensätze. Sie kombinieren die Eigenschaften größerer und sicherer Reiselimousinen mit denen handlicher und beweglicher Stadtwagen. Die neue Lösung zwischen groß und klein heißt nicht Mittel, sondern BMW. Der erste BMW 3er trat 1975 die Nachfolge der erfolgreichen und sportlichen 02er Baureihe an. Er lief hier in München-Müllwertshofen vom Band, wo bis heute die meisten BMW 3er gefertigt wurden. Die Produktionsbänder liefen bis Dezember 1983. Und auf Anhieb stellte die neue Baureihe einen Rekord auf. Ein denkwürdiger Moment in der BMW-Historie. Es ist die erste Modellreihe in der BMW-Geschichte, die über 1 Million Mal produziert wurde. Und über die Hälfte davon ging in den Export. Der BMW 3er führte das sportliche Erbe der 02er Baureihe konsequent fort. Agilität und beste Handling-Eigenschaften verdankte er modernster Fahrwerk- und Antriebstechnologie. Das Fahrwerk der neuen kompakten BMW optimiert die erprobte Leistungsfähigkeit des BMW-Fahrwerkkonzeptes zur idealen Kombination von Sportlichkeit und Komfort. Das Ergebnis? Absolut präzise Laufeigenschaften, noch besserer Kontakt zur Straße, noch größere Seitenführungskräfte, also noch mehr Fahrsicherheit. Zu Beginn wurden Vierzylindermotoren verbaut mit 1600, 1800 und 2000 Kubikzentimetern. Die Leistung reichte von 90 PS beim 316 bis zu 125 PS beim 320i. Ab 1977 wurden dann auch Sechszylindermotoren verbaut. Spitzenmodell war der 323i mit 143 PS aus 2,3 Litern Hubraum. Das war vor 30 Jahren für eine Limousine der Mittelklasse schon enorm. Die neuen Triebwerke sind eine Weiterentwicklung der berühmten BMW Vierzylinder. Das anspruchsvolle Ziel der gründlichen Überarbeitung, noch mehr Standfestigkeit, Lebensdauer und Laufkultur. Noch höhere Leistung trotz Normalbenzin bei den Vergasermotoren. Und das bedeutet noch mehr Wirtschaftlichkeit. Auch die Optik des Ur-3ers ließ die Konkurrenz auf der Strecke. Ein hochwertiger Innenraum und eine üppige Serien- und Sonderausstattung zeigen den BMW 3er auch bei den inneren Werten auf der Höhe seiner Zeit. Der deutliche Kontrast wird hier nicht nur durch die andersartige Atmosphäre des Innenraums der neuen BMW erzielt. Jedes Detail zeigt, dass hier zuerst gedacht und dann gestaltet wurde und nicht umgekehrt. Ein innovatives Modell und ein Meilenstein der BMW-Geschichte. Allerdings stand der 3er lange im Schatten der 02er Baureihe, weshalb viele Exemplare verschrottet wurden. Mittlerweile hat aber auch der 3er seinen Sammlerstatus erreicht. Und wer heute einen 3er der ersten Generation besitzt, darf sich glücklich schätzen. Und er kann auf eine stetige Wertsteigerung hoffen. Die kompakten BMW 316, 318, 320 und 320i geben der Mittelklasse ein neues Format. Sie sind nicht nur für uns ein Schritt in die Zukunft, sondern auch für ihre Fahrer.